Gute und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Samstagabendspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Erzgebirge Aue. Bei mir die beiden Cheftrainer. Und zunächst würde ich Sie, Herr Dotschev, um Ihr Statement zum Spiel bitten. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich habe jetzt heute nicht viel zu sagen, weil nach so einem Spiel, ich kann über nur eine Mannschaft reden, was ich heute gesehen habe. Das war die Mannschaft von Darmstadt. Also ich kann über meine Mannschaft wenig sagen, weil wir waren gar nicht auf dem Platz. Wir haben Fehler gemacht, natürlich auch gut gemacht von Darmstädter, aber das war für mich, ich stand draußen und gucke ich mir das mal zu und denke, was ist jetzt hier los? In 3 Minuten 3 Tore, ich habe einiges erlebt, also sowas habe ich noch nie gesehen. Aber und also ich kann mich nur entschuldigen bei unseren Fans und sagen, dass mir sehr, sehr leid tut, diese Leistung, und dass ich mich schäme dafür. Mehr kann ich nicht sagen. Gleichzeitig muss ich aber auch Kompliment machen an Darmstadt, weil die richtig tolles Spiel gemacht haben. Die haben klare Ziele vor Augen. Die haben alles so gemacht, wie wahrscheinlich auch sich vorgenommen haben. Super umgesetzt. Und ich glaube sogar, wenn sie das Tempo nicht rausgenommen hätte, hätte es vielleicht noch bitter sein können. Also nochmal Thorsten und Darmstadt wünsche ich alles Gute vom Herzen. Und ich denke, ihr habt es verdient, aufzusteigen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dotschev. Thorsten, deine Sicht aufs Spiel bitte. Ja gut, dass der Sieg verdient war, das glaube ich, brauche ich nicht zu erwähnen. Die wichtigste Erkenntnis und das Schönste an dem Abend war, dass meine Mannschaft auch bei dem 4-0-Spielstand die Situation des Gegners respektiert hat, seriös gespielt hat. Und ich fand auch im Einklang mit unseren Fans, mit dem Stadion, auch da, den Appell, den ich vor dem Spiel gerichtet habe, dass ein Gegner kommt, der eventuell hier den Worst Case erleben kann oder hätte schon haben können, wenn Dresden gewonnen hätte, dass man bei uns bleibt, dass wir bei unserer Mannschaft bleiben und dass wir angefeuert werden und keine Häme über den Gegner ausgeschüttet wird. Und das, finde ich, war ein herausragendes Zeichen, dass die Darmstädter das tatsächlich umgesetzt haben und meine Mannschaft, wie gesagt, eben halt auch seriös das Ganze zu Ende gespielt hat. Und wir wollten einen Job erledigen heute, indem wir wirklich eine Wucht auf den Platz bringen. Und ich finde, wir haben natürlich, wir sind sehr stark angelaufen, haben ein gutes Pressing gegen Pressing gespielt und dann gab es natürlich halt diesen Moment 1-0 und dann Doppelschlag und das hat die Auer dann gebrochen. Und von daher war das natürlich dann, wie gesagt, der verdiente Sieg, aber mein Mitgefühl, wenn man das so sagen kann im Profifußball, weil es gehört schon einfach so, weil Erzgebirge Auer für mich ein Gesicht der zweiten Liga war und auch wieder sein wird, gilt eben den Auern, dass sie sobald und so schnell wie möglich wieder zurückkommen in die zweite Liga. Das wünsche ich dir, Pavel, und allen Verantwortlichen vor Ort. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich. Kommen wir zu den Fragen. Und ich habe schon das erste Handzeichen gesehen von Jan Felber vom Darmstädter Echo. Indem wir weiter das tun, was wir bisher auch machen, dass wir eine Mannschaft sind, die sich einen ganz großen Traum erfüllen möchte. Und ich wünsche das den Jungs, meinen Spielern, weil viele von denen haben eben die erste Liga nur aus dem Fernsehen gesehen und außer der Klaus Kasula, Tobi Kemp und Fabi Holland. Ansonsten, wenn er jetzt... Ja, klar, Bremen und Schalke und HSV, die wollen natürlich auch das Ziel erreichen. Aber die kennen ja die erste Liga schon. Deswegen wünsche ich meinen Spielern, dass sie das Ganze eben erleben dürfen.
einfach weitermachen. Wir waren in dieser Woche unkompliziert in der Trainingsarbeit. Wir haben die Jungs, denke ich, ordentlich vorbereitet auf den Gegner. Und jetzt kommt mit Fortuna Düsseldorf natürlich ein absolutes Vollbrett. Wie gesagt, ich bin überzeugt, dass wir von all denjenigen dort oben das schwerste Programm so gefühlt haben. Und vor allen Dingen war heute das schwerste Spiel. Erstmal fand ich an dem Spieltag, weil, wie gesagt, ein Gegner kam, den man respektieren musste. Das haben wir gemacht. Und das werden wir jetzt versuchen, eben in der Woche auch da wieder die Jungs einen guten Spannungsbogen hinzubekommen, dass wir dann am Freitagabend in Düsseldorf dann ein gutes Spiel abliefern und unser Bestes geben wollen. Das ist, glaube ich, das, was wir tun können und wollen auch. Und jetzt Euphorie bremsen, so ein Abend, das ist, finde ich, gehört dazu, dass man den genießt und dass man sich freut, weil es nochmal, es war ein herausragendes Spiel von einer herausragenden Kulisse, aber nochmal herausragend war, dass wir den Gegner respektiert haben und das über diese 90 Minuten hinweg und auch vor allen Dingen nach dem Spiel auch. Anschlussfrage von Jan Felber. Ja gut, 20.30 Uhr, das ist eine super Anstoßzeit, wenn es dann soweit ist, aber bis dorthin, das zieht sich schon wie Kaugummi, so ein ganzer Tag. Ansonsten, ich war gestern auf einem Konzert, auf einem schönen Konzert, deswegen habe ich schon erst später, als ich das Handy angemacht habe, gesehen, wie die Ergebnisse waren. Und so, das war meine gechillte Vorbereitung auf das Spiel. Und und heute haben wir jetzt, guckst ja kreuz und quer, wobei ich heute Kaiserslautern gegen Dortmund geguckt habe. Das habe ich als am spannendsten empfunden heute, Südwest 3. Für wen warst du? Kann mich schon sagen, ich war schon für Lautern, Pavel. Habe ich mir auch gedacht. Ja. Freue mich aber auch, wenn Braunschweig aufsteigt. Michael Maxen, erstmal noch zum Darmstadt-Spiel. Ja. Hi Thorsten, kannst du noch einmal was zu diesen 3 Minuten mit den 3 Toren sagen? Das war ja Wahnsinn, ne? Ja, also wir wussten ja, dass Aue versucht, und das ist ja Pavels Handschrift schon immer, deswegen ist Pavel einer der erfolgreichsten Trainer, viel spielerisch versucht zu lösen, und wir wollten einfach mit einem aggressiven Anlaufen eben solche Dinge halt auch verhindern. Und ja, nach dem 1-0 nochmal sind wir direkt wieder scharf angelaufen und haben dann eine Ballstaffette, wo wir eben relativ schnell direkt in die Tiefe spielen. Dann machst du halt das 2-0 und dann ja, kommt das 3-0 noch hinzu. Und ja, man auch als Trainer dessen Mannschaft das jetzt gerade gelingt, schaust auch erstmal hin und bist auch überrascht dann, dass das sowas in der Form passiert. Aber ich glaube, es hat viel eben damit zu tun, dass die Jungs dann da schon sehr gierig waren da drauf. Weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann einen schönen Rest Samstagabend und Herr Dotschev, Ihnen und Ihrem Verein alles Gute und auf, dass Sie bald wieder die Zweitliga bereichern werden. Dankeschön.